Hallo und willkommen zurück hier bei Dying Light. Ja, in der letzten Folge war es ja voll gepackt mit krasser Action und leider auch einem sehr traurigen Ende, dass Raim von uns gegangen ist. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie ja zum Turm zurückkommen können. Raim ist tot. Ich kann es einfach nicht fassen. Was soll ich jetzt tun? Was erzähle ich Jade? Ich muss zurück zum Turm und mir überlegen, wie ich es ihr sagen werde. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Da hat Crane uns das ja aber schon mal abgenommen. Ich bin schon unterwegs. Berichten Sie Bracken von Raims Tod. Und wieso steigt hier eigentlich Rauch auf? Das würde mich ja mal interessieren. Oh. Okay, kommen wir so nicht hoch. Was soll's? Gucken wir hier nochmal kurz an die Seite. Sieht aber auch nicht so aus. Dann gehen wir zurück zum Turm. Wo muss ich denn da überhaupt hin? Ah, der ist in die Richtung irgendwo. Und unsere Gesundheit hat sich ja natürlich auch wieder ein bisschen erhöht, was ja auch sehr schön ist. Okay, wir können wieder rennen. Das ist wunderbar. Und wir sind auch schon so gut wie zu Hause. Oh, da ist ein Spucker. Und was haben die hier denn? Hier, was machst du hier? Natürlich nach Würmern zum Angeln graben. Was denn sonst? Willst du eine Liste haben? Nein, ich will angeln gehen. Ich bin Oma Boss. Und wenn du mich zu meinem geheimen Angelplatz bringst, bekommst du etwas von mir, das ich nicht brauche, du aber schon. Abgemacht? Ha, nee. Dafür haben wir keine Zeit, Junge. So, wir... Brauchst du irgendwas? Hier, Quartiermeister, du hast doch wieder was für uns. Sehr schön. Oh, Kaffee? Haben wir nicht sogar noch Kaffee? Nee. Sammeln Sie Feuerzeuge. Was zum... Oh. Bracken. Wie ist das passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich hier hatte. Ich weiß, ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Oh nein. Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. Oh, was ist nun denn los? Boah. Hier ist ja mal mächtig. Ah.
Ah, aua, Alter. Schießen die hier? Schnell ein Medikit. Ich würde ganz gerne. Was soll der Scheiß? Oh ja, du bist in der Scheiße. Oh nice, da ist der Kopf wenigstens schon mal ab. Uiuiui, da war ja mal was los, alter Schwede. Oh nein! Da drin ist keiner. Sie sind mit Sera weggefahren. Wo könnte der denn sein jetzt? Mist! Bracken, Sera ist entführt worden. Sein Anhänger brennt. Mist! Das kommt davon, wenn man sich mit Raiz anlegt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Raiz-Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede Wette, dass sie Sera dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sera und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Ja, aber erst, wenn wir geschlafen haben. Jetzt müssen wir nur irgendwie heil zurückkommen. Gott. Oh. Da hätte ich fast mein Trinken umgestoßen. Da ist so ein Schattenjägerschwein. Crane, ich weiß, ich war sehr hart zu dir. Aber nach der Sache mit Raim und jetzt mit Dr. Sera. Verstehst du? Entschuldigung überflüssig, Bracken. Und keine Sorge, ich bringe Sera unversehrt zurück. Sei einfach vorsichtig. Es tut mir leid wegen Raim. Ich weiß, dass ihr Freunde wart. Er war ein guter Junge. Und ein dummer Junge. Da hier ist komplett ausgerastet. In der Schule ist irgendwas passiert. Puh. So, jetzt ganz ruhig schlafen. Wichtig. Oh, sehr schön, das funktioniert sogar. Neue Gegenstände. Oh, neuer Überlebensrang. Sehr schön. Was haben wir denn da? Flinke Hände. Das Durchsuchen von Leichen in weniger Zeit. Mehr Beute zu finden. Ein Schild? Nein, brauchen wir nicht. Elektrozaunfalle. Wir nehmen hier mal ein bisschen, dass wir ein bisschen günstiger einkaufen können und sowas. Mal gucken, was er hier jetzt hat. Entwurf Benjamin Franklin Mod. Ja, holen wir uns mal. Und dann verkaufen wir ein wenig was.
Mittelalterliche Wurfaxt haben wir sogar. Hey. Na, Sturmgewehr behalten wir mal. Hier da, die Zigaretten. Nee, warte mal. Huiuiui, das hört sich aber draußen an. Warte mal, nee, jetzt habe ich was Falsches gemacht. So, das können wir jetzt vielleicht ja abgeben. Ist komplett ausgerastet. In der Schule ist etwas passiert. Dass wir dann die alte Quest da schon mal weg haben, wenigstens. Ja. Ja, in den letzten Tagen, da kam das ja immer mal wieder zu Folgenausfällen. Deswegen möchte ich mich dafür schon mal entschuldigen. Und ich habe da auch jetzt so eine kleine Planänderung geplant. Und zwar laufen Edna und Bastion jetzt so langsam aus. Weshalb ich mir gedacht habe, einfach, ja, dass ich erstmal kein neues Let's Play anfange. Okay, ich brauche also doch wohl eine Pistole. Sondern dann, ja, in der Woche Dying Light dann immer raus und am Wochenende nicht. Da habe ich dann The Talos Principle und FIFA 15. So, dass ich dann da, ja, einen kleinen Rhythmus auch reinkriege. Dass dann, ja, 5 Tage hintereinander Dying Light kommt. Und dann habe ich mal wieder kurz Zeit zum Aufnehmen am Wochenende. So, dass dann auch keine Folgen mehr ausfallen sollten. Was ich auf jeden Fall begrüßen würde. Alles im grünen Bereich? Mhm, ja. So, ich hab das doch jetzt abgegeben, Junge. Okay, anscheinend wohl nicht. So, ich wollte jetzt mal eben schauen, was für ein Sturmgewehr jetzt wir hier haben. 0. Dann verkaufen wir... Nee, warte mal. Aber eins verkaufen wir auf jeden Fall. Hey. Ich hätte da. Und zwar das da. Und dann, ja, eins möchte ich ja auch noch verkaufen. Und zwar die Gartensichel. Ein Schnäppchen für dich. Okay, das Sturmgewehr kommt da wieder rein erstmal. Premium-Wurfsterne ist natürlich auch krass. Warte, wie viel Schaden machen die? 120. Okay, so. Und dann Entwurf. Da, Benjamin Franklin. Das können wir sogar herstellen. Anfertigen auf das Fleischerhackmesser. Sehr schön. Auf dass die jetzt noch mehr Schaden machen. Boah, das sieht doch schon mal krass aus auf jeden Fall. Okay, wir müssen also hier wieder hin. Zu Rais. Er sucht immer noch nach Würmern. Er hat anscheinend Spaß am Angeln. Ich habe ja bisher nur einmal geangelt. Das hat ja sogar einigermaßen Spaß gemacht, aber das ist dann doch so dann nichts, was ich öfters oder dauerhaft machen möchte.
Das hat, macht ab und zu macht das wohl Spaß, aber sonst ist das eher nicht so mein. Ja, ich bin auch nicht der Schnellste jetzt hier. Alter Mann, ist kein D-Zug, ne? Wie man so schön sagt. Boah. Und da geht er jetzt hier wieder rund zur Sache. Ey, ohne die Boomer, ne? Ganz im Ernst. Ich glaube, das wäre so angenehm, das Spiel. Aber die sind ja wirklich schlimm, diese Kack-Exploder oder Boomer. Ich weiß gar nicht, wie soll ich die denn nennen? Habt ihr da einen besonderen Wunsch? Vor allem rennen die ja auch so eklig schnell. Nö, die lasse ich da mal in Ruhe. So, ist hier nicht auch die Schule gewesen? Ja, da, ne? Ja, sieht ganz so aus. Wollte ich doch sagen, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Oh, hier, die kriegt einen Dropkick ins Gesicht. Ich hoffe, du bist auf dem Weg zum Eisstützpunkt. Oh, das hier auch ein dicker Feuerwehrmann, alter Schwede. Oh, ein ekliger Spucker. Okay, wie kam ich denn da jetzt nochmal rein? Bracken, der Stützpunkt ist abgeriegelt. Die Zugänge dicht. Glaube nicht, dass ich da reinkomme. Finde einen Weg. Auf der Rückseite vielleicht. Aber geh kein Risiko ein. Diese Viecher reißen dich sonst in Stücke. Okay, vielleicht kann ich ja hier doch nochmal mit dem Sturm... Ach nee, das habe ich ja abgelegt. Haha. Okay, das sieht nicht so aus, als würde ich da irgendwie reinkommen von dieser Seite aus. Haben sie aber schon gut abgeriegelt hier, ne? Muss man ja mal ehrlich so sagen. Oh, Baller. Gut. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde ich hier reinkommen. Oh, Scheiße! Oh! Was ist da vorne los? Adios. Ich hab was gesehen. Okay. Ich habe einen Eingang gefunden. Keine leichte Übung. Geh jetzt rein. Sei wachsam da drin. Viel Glück. Wieso sind wir denn so außer Atem? Das verstehe ich ja nicht ganz. Hast du das gesehen?
Nein. Das habt ihr nicht gesehen. Oh shit. Wollen wir mal kurz warten, dass der das Interesse an uns verloren hat. Oh, oder wir machen einfach mal eine kurze Folgenpause und sehen uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.